Ja, zum Thema Musikerdystonie mit Professor Dr. Eckhard Altmüller. Was ist die Musikerdystonie? Das bestens gehütete Geheimnis der Betroffenen? Das Ende einer Musikerkarriere? Dies fragen wir heute Professor Dr. Altmüller, Universitätsprofessor und Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Er ist Musiker, Mediziner, Neurologe und Musiker und der Experte für die Musikerdystonie. Er betreut über 1000 Patienten mit dieser Krankheit aus ganz Europa. Professor Altenmüller, was ist die Musikerdystonie? Ja, also die Musikerdystonie ist eben der Verlust der feinmotorischen Kontrolle beim Spielen eines Musikinstrumentes. Und das ist ja im Grunde das Entscheidende aller Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker, dass sie Kontrolle ausüben können. Und bei den Patienten, die eben eine Dystonie entwickelt, verschlechtert sich diese Kontrolle. Es können eigentlich alle Musikerinnen und Musiker davon betroffen sein. Es kann die Hände betreffen, insbesondere bei den Instrumenten, die eben sehr, sehr viel üben müssen. Also Gitarre ist da das wichtigste Instrument, aber auch Querflöte, auch Klavier natürlich. Aber es kann auch andere Funktionen betreffen, zum Beispiel die Ansatzmuskulatur bei Blasinstrumenten, also die Muskulatur im Bereich von Lippe und Gesichtsmuskulatur und Zunge auch. Und in seltenen Fällen sogar dann die Armmuskulatur bei Posaune spielen. Die machen ja dann mit dem Zug, machen sie diese Bewegung. Und wir haben auch einige Heavy Metal und Dark Metal Schlagzeugspieler, bei denen es die Füße betrifft. Also das müssen gar nicht so ganz präzise Bewegungen sein. So. Ja, also es sind eigentlich schon sehr präzise Bewegungen. Man sieht es so als Laie nicht so an, aber zum Beispiel das Timing für einen Schlagzeuger, der mit seinen Füßen unglaublich schnell auf dieser Double-Drum spielen muss, das Timing muss auf die Millisekunde genau sein. Also das ist schon tatsächlich eigentlich eine Höchstleistung sensormotorischer Art. Ja, nee, klar, nur weil es ja immer hieß, es wären zum Beispiel eben die Mozart-Spielen, die sind nicht so betroffen, wie die halt dann irgendwie was anderes, wie, keine Ahnung, Liszt spielen oder so. Also deshalb. Aber ich verstehe es natürlich, man muss ja als Musiker ja immer präzise sein, sonst hört sich ja schräg an. Und was sind die Risikofaktoren? Also Risikofaktoren ist zunächst mal natürlich, dass man sehr, sehr viel übt. Also es bekommen eigentlich nur die Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker. Ein zweiter Risikofaktor ist chronische Schmerzen in der Vorgeschichte, also diejenigen, die sich überlastet haben, die zum Beispiel eine sogenannte chronische Sehnscheidenentzündung entwickelt haben, bei denen tritt die Dystonie deutlich häufiger vor. Und dann haben wir eben jetzt in den letzten Jahren auch festgestellt, diejenigen, die spät anfangen, das heißt spät, nicht mit 4 oder 5 Jahren wie unsere Kolleginnen und Kollegen aus Fernost, sondern eben im Alter von 15, 16 Jahren, die sind deutlich stärker gefährdet, die haben fast so einen Faktor 5-mal häufiger eine Musikerdystonie, möglicherweise auch, weil sie dann, um aufzuholen, sehr, sehr viel üben. Und dann haben wir eben auch als neuen Risikofaktoren festgestellt, sogenannte Adverse Childhood Events, das heißt also schlimme Erlebnisse in der Kindheit, beispielsweise starke Krankheiten, lange Krankenhausaufenthalte des Betroffenen oder auch Verletzung der Eltern, Scheidung der Eltern, seelische Krankheiten der Eltern oder auch emotionaler und auch körperlicher Missbrauch. Das sind alles Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit steigern. Beim Letzteren, das ist eigentlich was Interessantes und Neues, sieht es so aus, dass offensichtlich eine gestörte Stressverarbeitung, die in der Kindheit falsch gelernt wird, dass die dazu führt, dass der Muskeltonus nicht wirklich gut eingestellt werden kann und dass dann diese feinmotorischen Fertigkeiten, die ja unglaublich viel geübt werden müssen, sich eben nicht optimal entwickeln. Und gibt es dann auch noch zusätzlich Triggerfaktoren? Ja, also häufig sind es dann eben eigentlich lebensentscheidende Ereignisse, also zum Beispiel Tod eines Freundes oder einer Freundin oder eines nahen Angehörigen oder auch solche Sachen wie ein ganz wichtiges Konzert oder auch eine Prüfung, oft auch Dinge, die akut Stress auslösen und Angst auslösen. Die
bringen dann gewissermaßen so eine Bereitschaft für diese dystone Bewegung in der Hand zum Beispiel dann über die Schwelle, sodass sie sich im Bewegungsgedächtnis dann so einspeichert, dass sie dann eigentlich fast nicht mehr rauszukriegen ist. Ja, also es kann eben wirklich sozusagen alle betreffen, die dann ja, ja. Profimusik, also immer wieder spielen müssen, als Profi, wie ein Profimusiker, genau. Die ja nicht sagen kann, okay, jetzt mache ich Pause, wenn ich, wenn es mir halt nicht gut geht. Ja. Und wie sieht die Behandlung aus? Also wir haben eigentlich drei große Behandlungswege. Es gibt eine vor allem von Musikpädagoginnen und Pädagogen entwickelte Retraining-Therapie. Da ist die Idee, dass diese ungünstigen Bewegungsmuster ja eigentlich gelernt sind. Die sind zwar im Handlungsgedächtnis sehr fest verankert, aber man kann sie vielleicht doch beeinflussen. Und manche Patienten schaffen es mit diesem Retraining, das übrigens ganz viele Monate geht, oft mehrere Jahre, dann ihre Kontrolle wieder zu erwerben. Die zweite Behandlung, das mache ich eben sehr häufig, ist die lokale Injektionsbehandlung mit Botulinumtoxin in sich verkrampfenden Muskulaturen. Da muss man ein bisschen Übung haben, muss eben genau die Bewegungsfolgen beim Instrumentalspiel analysieren und dann eben auch meistens ziemlich gering dosieren, weil man braucht ja zum Bewegen noch auch eine ausreichende Kraft. Also beispielsweise bei der Gitarre, da braucht man, um die Saiten in der linken Hand zu drücken, braucht man natürlich auch noch Kraft. Und die dritte Behandlung sind also pharmakologische Behandlungen. Da setze ich häufig dieses sogenannte Anticholinergikum ein, Trihexyphenidyl, Artane oder Parkopan. In der letzten Zeit auch gelegentlich ein Benzodiazepin zum Entkrampfen, Clonazepam. Und was wir auch festgestellt haben, bei vielen Patienten ist da eine sehr starke Zwangskomponente dabei. Und da setze ich dann einen hochselektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, der also den Wirkstoff Serotonin im Gehirn anreichert, nämlich Escitalopram, ein. Die Möglichkeiten sind eigentlich insgesamt ganz gut. Und wenn man die Patienten dazu bringt, dass sie was verändern wollen, dass sie mitmachen, dass sie compliant sind, dann haben wir es immerhin doch jetzt dazu gebracht, dass 70% bleiben im Musikerberuf aktiv, auch wenn sie eine Musikerdystonie entwickelt haben. Bitte. Und was machen die anderen Neurologinnen falsch? Also was eben ein Punkt ist, erstens mal, man muss die Patientinnen und Patienten immer am Instrument diagnostizieren. Also nur auf Erzählungen zu vertrauen, das ist nicht ausreichend präzise. Man muss die Patientin sehen in der dystonen Bewegungsabfolge. Man sollte das auch dokumentieren. Das mache ich eben sehr häufig dann mit einer Videoaufnahme. Also jeder Patient hat bei mir ein Eingangsvideo und auch Verlaufsvideo. Und dann, was ich eben auch anspreche, Ferreste, das ist diese emotionale Seite der Erkrankung und das betrifft ja eigentlich alle Dystonien. Die gehen ja auch für die Patienten oft mit einem ganz schlimmen emotionalen Gemenge von ungünstigen Emotionen einher, nämlich Schuldgefühle, ich habe mich überlastet, ich habe was falsch gemacht, Schamgefühle, meine Kollegen dürfen es nicht merken, Angstgefühle, kann ich meinen Beruf noch weitermachen und Wut, ich übe so viel und es wird trotzdem nicht besser. Und diese vier negativen Emotionen führen dann in aller Regel auch in eine Depression. Und das, finde ich, sollten wir alle, also wir Neurologinnen und Neurologen, bei diesen Patienten immer verstärkt ansprechen. Meistens bleibt in den Praxen nicht genug Zeit dafür. Aber eigentlich brauchen die Patienten so eine supportive psychotherapeutische Führung. Ja, und kann das, die Musikerdystonie vorgebeugt werden? Also wir wollen eigentlich jetzt schon seit Jahren in den Musikschulen ein vernünftiges Verhalten bei unseren Musikern und Musikern erreichen, was schützt vor der Entwicklung einer Dystonie. Und dazu gehört vor allem, dass man mit sich selber gut umgeht, dass man eben gut plant, wenn man hohe, wichtige Konzerte macht, lang genug vorbereitet, dass man nicht jetzt die ganze Zeit übt, dann irgendwie 10 Stunden am Tag und weniger schläft, sondern diesen ungünstigen Selbstgebrauch eigentlich aufgibt. Und das Zweite ist natürlich, dass man auch Vertrauen entwickelt und dass man eben diese Adverse Childhood Events, dass man die anspricht und versucht, die nach Möglichkeiten eben auch zu beseitigen und zu beendigen. Das heißt also, dass man einfach gut zu unseren Kindern ist. Ja, das muss man einfach sagen. Ich glaube, Ferreste, da haben wir so viel. Ich meine, in Deutschland ist alles reglementiert.
aber die Kindererziehung nicht. Ja, da kann eigentlich jeder machen, was er will. Und also das wundert mich immer wieder, dass man eigentlich nicht einen Führerschein braucht zur Erziehung von Kindern. Ja, und ich glaube, jede Schicht, in Anführungszeichen, hat natürlich auch die eigenen Tücken und die eigenen Gefahren, ja, wie wir unsere Kinder erziehen. Ja, vielen Dank, Professor Altmüller. Dankeschön. Ja, vielen Dank für dieses Interview. Ich freue mich sehr, dass ich das hier machen konnte, weil ich finde es immer noch wichtig. Leider wissen viele Musikerinnen und Musiker noch nicht, dass bei dieser Musikerdystonie Hoffnung besteht und dass sie mit einer guten Chance im Beruf bleiben können. Danke. Vielen Dank.